Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Arc Fjordur. Hallihallo, ihr Lieben. Wie ihr im Hintergrund seht, wir haben noch ein paar rangeholt. Und unten sind noch ein paar Misserfolge drin. Die hängen da auch so rum. Auf jeden Fall, das sind unsere Besten. Mhm. Die wir hoffentlich nicht verlieren, sondern zum Züchten. Es wird jetzt gleich Nacht, deswegen gucken wir uns gleich mal die Nachtsicht an. So. Wormshöhn dahin hängt. Was dagegen, wenn ich dann mit der Tapete mitkomme? Macht er. Hey. Hat er vorhin so gut geklappt. Da ist der Vorführeffekt, ne? Ach hey je. Okay. Dann genau. Abpfeifern. Ich stelle den noch auf neutral. Solange wir die hier hängen haben, haben wir die meistens auf. Greif mein Ziel an. So. Hat natürlich schon ein Chip drin. So. Also, wir kriegen kein Max-Level raus. Also, das, die Information war richtig. Also, wir kriegen so Taming-Effekt von 56%. Ja. Ansonsten, nischt. Ansonsten taugt der nischt. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Ja, aber ich denke mal, wenn wir anfangen, die zu züchten, dann kommen die auch noch ein bisschen hoch. Ja, man könnte halt mit Opfertier arbeiten, hatte ich ja erklärt. Man lässt sich ansaugen und schmeißt dann ein Tier raus oder hat ein Tier da stehen mit Blutpacks drin oder am besten so ein Schweinchen, was sich selber heilt oder so. Dann wird das hochgezogen, man verzieht sich und achtet dann am besten übers Inventar. Auf die Taming-Rate, wenn die bei 100% ist, geht man wieder raus, lässt sich dann angrabbeln und sowas und das macht man, bis das fertig ist und dann kriegt man auch 100% raus. Oh, wir haben hier einen Alpha-Raptor. Bist du stark? 30, nö, den mach ich weg. Wenn du Hilfe brauchst, muss ich sagen, ne? Ja. Gib mich Blutpacks. Komm her. Ich denke, wenn wir die züchten werden, werden die richtig fett werden. Ja. Du solltest da aber irgendwo anders hingehen. Ich sehe nichts, ne? Moment. Ach so. Oh, wieder. Danke. Weil so wie du standest, warst du den Regenschirm über mich und hab nichts gesehen. Ja, ja, tut mir leid. Danke, Level up. Ach, da ist noch ein normaler Raptor. Ich habe auch Level up. Der ist 110. So, Tasche oder hat er eingesammelt? Hat er eingesammelt. Sehr schön. 3 Levelinskis. Super. Ach, 7000 hat er an Leben. Machen wir ein Leben und erstmal Angriff. So. Blutpacks. Ich hole schon mal die Fackel raus. Ja. Ich will auf jeden Fall jetzt den Nachtmodus. Kann ich den schon aktivieren? Nachtsicht an. Ja. Das ist die Nachtsicht von dem. Lange R gedrückt halten, dann im Kreismenü auf Nachtsicht an. Ja. Ich hätte ja fast gesagt, da ist das Blutsicht. Weil das so leicht, wenn man drauf achtet, pulsiert. Und rot ist wie Blut. Deswegen würde ich ja eher sagen, eine Blutsicht. Aber wie man sieht, man kann auch hier... Oh, das ist Trodon. Nachts dann auch die Tiere sehen. So. Und wenn ich jetzt anbrülle, dann müsste ich mehr Schaden machen. Ich mach mal das so nah. So. Greife mal an. Da, 305 Schaden. Viel mehr Schaden als vorher. Also das Sonar ist nicht nur dafür da, dass man die Tiere besser sieht, wenn sich was in Büsche versteckt hat, sondern man macht auch deutlich mehr Schaden. Vorher habe ich ja 240 oder sowas gemacht. Da, wenn der Effekt weg ist, 254. Was von daher passt. Super. So, dann kann man auch sehen, wir können uns jetzt im Flug sogar unsichtbar machen.
Na toll, dann sehe ich dich gleich nicht mehr. Schon bin ich weg. Siehst du mich noch? Ich sehe noch nicht mal mehr deinen Namen. Das geht aber nur nachts. Tagsüber geht das nur, wenn man sich hinhängt. Ich mache mich mal wieder sichtbar. So. Ach, da hinten? Ja. Ach, herrje. Und das Schöne ist... Dein Name für den eigenen Tribe-Member, ne? Und das Schöne ist, man kann sogar von hier aus runterschießen. Während man hängt, während man fliegt. Also eine Top-Tame-Hilfe. So. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch tame. So, ich mache jetzt mal die Nachtsicht wieder aus. Mit Lebensraub habe ich ja gesagt. Ja, okay, dann sehen wir nachts nichts. Okay, ich mache die Nachtsicht wieder an. Ach, herrje. Ja, ich sehe jetzt nachts was. Hölle, ich nicht. Oha. Wieder was Besonderes. Ja, bei Mini laufen die nicht so gut, die Fledermäuse. Ja. Ob die nicht so noch nicht so richtig gerendert sind, also bei mir läuft es flüssig. Ja, bei mir ist es so. Aber Mini hat ja einen etwas schwächeren Rechner, deswegen läuft das bei Mini nicht so richtig. Ja. Mal gucken, ob wir da noch was nachjustiert kriegen. So. Auch ich sehe sogar das Wetter leuchten. Halt ja, alles mit dem Rotfilter, ne? Okay. Ja. Mach mal ein Foto. Okay. Damit Mini das auch sehen kann. Oh. Du siehst das alles ja sowieso ein bisschen anders als ich. Ja. So, ich sehe Mini auch mit der Fackel. So, genug Bilder gemacht. So, wie spät ist es? Wird gleich wieder hell. So, dann wollen wir auf jeden Fall mal los. Und ich will auf jeden Fall dieses Dings hier testen. Mit den Blutpacks. Kann ich denn schon eins herstellen? Ja. Stampfen. Ich stell mal eins her. Gucken, wie lange das hält. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, das hält 4 Stunden. Wow. Und bei mir in Tasche? 4 Stunden, also ist kein Unterschied. So, schmeckt salzig und metallisch und ist dennoch verlockend für hungrige Kreaturen. Also, wenn ich die Beschreibung richtig durchgelesen habe von dem Blutelixier, wenn man das gleich ausrüstet auf seine Toolbar hier unten, dann kann man sich an Tier, was man gelegt hat, zum Tame, dran stellen und das dann aktivieren, gibt gleich 30%. Geht aber, soweit ich gelesen habe, nur einmal. Ja. Und selbst bei Passiv-Tames... Oh, hier ist auch ein Dorf, siehst du? Selbst bei Passiv-Tames... Oh, hier ist auch ein Garten. Hi. Ist das das Dorf? Wahrscheinlich, ja. Weil es ist dunkel. Ja, das ist... Da ist das Dorf, wo wir sonst auch tame. Aber hier sind Trolle uns gerade. Also, wo war ich jetzt? Genau. Selbst bei Passiv-Tames, wenn man die einmal vorher füttert, zum Beispiel Dunbeetle oder so, und dann das im Inventar aktiviert, gibt das auch sofort 30%. Die nächste Besonderheit ist für die Aufzucht. Solange das Tier noch nicht ausgewachsen ist, kann man damit auch 30% Prägung geben. Du darfst nicht so dicht bei mir rumfliegen, sonst sehe ich nichts. Hast du gehört? Ja. Es fliegt aber nicht weg. Danke. Wenn das Tier noch nicht ausgewachsen ist und man hat zum Beispiel versäumt zu prägen, dass das einmal nicht geklappt hat und jetzt die Zeit nicht mehr reicht, dann kann man das sich auch mit dem Elixier da dran stellen, das aktivieren und dann kriegt man 30% Prägung dazu. Man sollte... Warum geht die Nachtsicht nicht aus? Immer nicht. Aus. So. Man sollte aber immer bedenken, es geht nicht über 100%. Das ist schön, wenn du da so rüberfliegst, dann sammle ich hier nämlich einmal ein. Sobald es hell ist, suchen wir uns dann Tame-Objekt. Was wir dann direkt mal wegtamen. Aber das wäre alles zum Blutelixier.
Das ist alles Theorie, also das, was ich so gelesen habe. Und beim Tamen auf jeden Fall werden wir das mal testen. Deswegen habe ich schon eins hergestellt. Sollten wir doch hinkriegen, oder? So, landest du mal bei mir, dann tue ich dir das Zeug rein. Weil ist nicht du der Gute. Also die haben nicht so viel Tragkraft, wenn die noch nicht gezüchtet sind. Naja, alles gut. So. Dann ist, glaube ich, hell genug, dass wir mal gucken können. Was uns so über den Weg läuft zum Tamen. Jo. Weil es ist eine sehr gute Tame-Hilfe, deswegen einfach mal Luki-Luki machen. Ach ja, wir brauchen auch noch Honig und Harz. Ja, Ach, immer. da wollten wir doch sowieso, ja, die Richtung hier. Wollten wir da auch fliegen. Über einen großen Teich und so. Ja. Den Gleitmodus finde ich so cool. Ich. Also viel Ausdauer verbraucht die nicht anscheinend. Oh, so gut. Ja. Man kann richtig Geschwindigkeit aufbauen hier. Wo bist du jetzt hin? Da unten. Warte doch auf mir. Ich hab Standbild. Also die fliegen so schon schneller als ein Petri, würde ich sagen. Ein bisschen schneller als ein Petri. Ich weiß gar nicht, kann man bei denen Geschwindigkeit tame, leveln? Nö. Nö, wie bei normalen Flugviechern. Du brauchst nur geradeaus fliegen. So wie du geflogen bist, ja. Was ist noch Besonderes bei denen? Ach ja! Was ganz besonders ist. Bei vielen Servern ist ja das Fliegen in einigen Höhlen nicht erlaubt. Und die Desmodus ist das einzigste Flugtier, was dann in jeder Höhle fliegen kann. Standbild. Ja, selbst wenn es ganz offiziell verboten ist, in den Höhlen zu fliegen, dass man abgemountet wird beim Agentavis, Petri oder weiß der Geier was. Aber die Desmodus, die kann da reinfliegen. Also als die Fähigkeiten verteilt wurden, hat die Desmodus immer ganz laut hier gerufen. Deswegen finde ich meinen Nosferatu, so habe ich den genannt, gar nicht so schlecht. Vor allem die Färbung, ne? Die Färbung passt dazu. Bist du wieder da? Boah, ich komme nicht vorwärts. Ich bin immer kurz wieder da und dann habe ich wieder Standbild. Okay, dann lande ich hier mal. Dann warten wir mal kurz auf die Mini. Ja, ich versuche auch eben runterzukommen. Irgendwie. Weil dann könnte ich auch mal hier vielleicht ein schönes Bild machen. Du. Warten noch ein bisschen, dass es hell wird. Denn die Färbung ist richtig cool. Der hat so blutrote Flügel. Und der Augenpartie und sowas ist richtig dunkel, der Kopf. Und der Rest ist so hell, also so Anthrazit, schwarz, grau und blutrot, also Nosferatu. Soll ich zu dir kommen? Kannst du machen. Ich stelle mich nur hin und wieder um, wenn es heller wird, weil ich wollte auch paar tolle Bilder machen von den Nosferatu und so. Schade ist nur, dass ich nicht näher rankomme. Ja. Da werde ich wahrscheinlich absteigen müssen. So. Nosferatu. Also ich finde die Viecher toll. Bis jetzt muss man halt gucken. Ich hoffe nicht, dass sie wieder kaputt genervt werden oder so. Weil die hauen teilweise echt tolle Viecher raus und nerven die dann kaputt. Ja. Finde ich immer schade. So. Ich denke,
Mini ist auch wieder fit, ne? Ja, ich schätze. Gut. Dann lassen wir mal weiter, weil hier ist nichts, was ich haben möchte. Okay. Ich will jetzt nicht irgendein Dingen tame, sondern auch was Nützliches. Ja. Und gleichzeitig düsen wir dann mal über den Teich. Müssen auch gucken, wo wir uns... Ui! Ein Alpha-Rex. Ein Alpha-Rex. Du hast bestimmt gut Power und Leben, ne? Bestimmt. 35.000. Naja, aber ich kann auch von hier runterschießen. Oh. Machen wir wieder da beschäftigt, das ist alles gut. Ja, deswegen. Wir brauchen ja die Runen. Ja, ja. Abstandbild. Ich wollte fragen, ob du mal nach dem Leben gucken kann. Kennst mich doch. Mhm. Ach, wieder da. Moment. Versuch zu gucken. Also ist eine prima. 9000. Super. 9000. Das ist eine prima Taming-Hilfe. Oh, 6000. Da kommt der Griffin nicht mit. Weil du da links, rechts, rückwärts alles fliegen kannst. Nachladen. Ja. Hallo. Nachladebug. Feature. Einen noch. 192 Leben hat er noch. Dann macht das die Des-Modus. Wegen Erfahrung und so. Ja. Ein paar. Sehr schön. Hat eingesammelt? Ich gucke. Jupp, hat eingesammelt. Ein paar. Sehr schön. So, du kommst da rüber. Brauchen wir nicht. So. Und weiter geht die wilde Part. Mhm. Wir wollen ja darüber. Nicht so schnell. Ja. Bandbild, war klar. So wie ich Speed gebe. Ach herrje. Ach man, ich will doch nur mithalten. Also heute hast du es aber auch, ne? Mhm. Oh, wieder da. Da ist auch mit ein Grund, warum wir den Teleporter von der Karte nicht nutzen. Bandbild. Wir landen einmal kurz hier. Und dann sollte Mini soweit sein. Wieder da und ich weiß nicht, wo du bist. Glich einfach geradeaus und an der Küste direkt. Bandbild. Ist aber wieder gut. Reicht mhm. Jetzt Standbild. Ich will dann nur zum Pyro. Ja. Apropos, du willst zu Pyro. Ja. Wer hier mitspielen will, der sollte sich melden. Dann setzen wir gerne die Serveradresse rein. Mhm. Sei denn, einige haben uns auch so gefunden, einfach Dragon World zusammengeschrieben. Ja. Servername. Hallo. Hallo. Bist du weit? Ich hoffe. Ich denke, dann, ich muss jetzt langsam machen, ne? Ja. Ich fliege schon mal rüber. Nicht, dass du mich aus dem Wasser fischen musst. Ja. Wir haben ja zur Not den Dings, den Grabstein. Ja. Sobald wir Honig haben, kümmern wir uns auch um Schwein. Weil da bin ich echt auch gespannt drauf, ne, auf das Schwein. Weil du da so einen Geschützturm drauf machen kannst. So, ich lande hier auf den ersten Felsen. Dann warten wir kurz auf die Mini. Kurz ist relativ. Handbild. So, gucken wir aber noch. Nee, da geht er ein bisschen unter, glaube ich. Was seht ihr, was ich meine? Um Augen so dunkel, ne? Das sieht da wohl voll cool aus. Dann so bleich. Wie gesagt, die Flügel sehen so dunkelrot aus, wenn die offen sind. Unten drunter ist er grau. Also wenn das nicht Nosferatu ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ja.
Nur ein bisschen schiefe Zähne hat er. Man kann nicht alles haben. Musst du mal zum Doc, Junge. Du weißt doch, Zahnarztrechnung ist teuer. Ach so, und die Gesichter. Da hinten ist der Mini am Flattern. Ja, mehr oder weniger. Standbild. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Isolierung klappt bei der Rüstung. Wir haben die ein bisschen aufgerüstet mit Upgrade Station, da kann man auch Isolierung dran machen. Soweit wie wir Dings hatten, hier Fell. Ja. Ach. Deswegen finde ich die Upgrade Station Standbild. echt klasse. Ist er auch. Dann ist man nicht mehr so derbe auf die Loots angewiesen. Ja. Lass mich doch hier Ach, da landen. hinten sind Pinguins. Oh. Aber im Moment ist mir Mini in der Linse. Ja, ich kann jetzt schon wieder Standbild. Pinguins. Egal. So. Du bist da? Dann geht los. Ich will so langsam mal ein Tame haben. Wenn wir was Ja. testen können. Pinguin wollte ich jetzt nicht tamen. Och nee. Was haben wir da denn? Agentabis, 290. Mitnehmen. Sehr schön. Die 4. Haben wir. Guckst du drauf? Ja. 11.000 war so. War da. Oh, der hat nicht gezählt. Der aber. Weiter, ein noch. Super. Liegt? Ja. Sehr schön. Runter zu dir. So. Ich port eben zurück und hole Rohmatten. Ja. Bin gleich wieder da. Helms klar. Versuchen wir hier irgendwo eine Position zu suchen, ne? Ja. Ach, genau. Und dann nicht vergessen, das Elixier zu testen, ne? Ja, das musst du machen. Also in der Beschreibung steht dann drin, dass das 30% gibt. Wollen wir natürlich testen. Wir haben auch schon Kibbles da, ne? Kannst du mal durchs Fernglas gucken, was das für Kibbel braucht? Moment. Wahrscheinlich wieder eins, was wir im Moment noch nicht herstellen Also können. die Kibbel, die wir bauen konnten, haben wir schon hergestellt. Das Lila, ne? Ich glaube, das haben wir noch nicht. Haben wir nicht. So. Gut. Dann jetzt doch Rohmatten. Nehmen wir 50 Stück mit, ja, 60, falls wir noch was finden. Ich denke, wenn das Elixier passt, dann braucht man gar nicht so viel. Und dann nicht hoch, ne? So. Last Location. Vielleicht kommt der Pyro da ja gleich hoch. Ja, ich denke, dass das Tame dann nicht so lange dauern wird, ne? Direkt 30% gibt. Ist nix. Schön. So, dann rüste ich mir das Ding jetzt aus. Auf die 4. So. Geben jetzt Rohrmatten rein. Die Hälfte erstmal. So. Wenn ich jetzt E4 drücke, aktiviere, müsste sofort 30% geben. Direkt 30%. Super. Ist das klasse? Oh. Also, das ist ja wohl mal eine super Hilfe. Ja. Wo ist dein Vogel? Da. Da tue ich Bin das ich hier Fleisch oben rein. hingestellt. Tue ich einmal also Fleisch rein. So. Wir können ja testen, ob ich noch eins herstellen kann. Dann versuchen wir das nochmal. Aber ich meine, das stand drin nur einmal. So. Nochmal herstellen. Oh.
Wenn das jetzt nicht klappt, haben wir natürlich eins verschwendet, aber ja. Testing Ovation, ne? Ach, die sammeln doch gut. So, wir gehen wieder drauf. Aktiviere nochmal die 4. Also das Blutelixier. Nö, geht nicht. Aber ich kann es auch nicht aktivieren. Also das ist, das finde ich gut. Also es bleibt dann erhalten. Also es geht nur einmal. Naja. Sehr schön. Aber es ist schon bei 44,5%. Ja. Ob wir 30% haben oder nicht haben, ne? Ja. Und damit ihr das mal seht, also man kriegt auch keinen, wenn man jetzt sagt, mal eben schnell Pinguine naschen. Ich sollte auch kein Polymer oder sowas kriegen. Seht ihr? Nur Fleisch, Gammel und Blut. Konserve. Killt unschuldige Pinguine. Also wirklich. Also Pinguine kann ich tragen, kann ich die in der Luft. Ja. In der Luft kann ich die auch attackieren, genauso wie mit dem Agi. Ist halt nur, wenn man aktiviere Lebensraum macht, dann jedes Tier, was es hochhebt, entsteht quasi so eine Blutverbindung von dem Tier zu der Fledermaus und dann baut es Leben auf. Also saugt es quasi langsam das Leben ab. Das ist doch hier wie bei diesem einen Crystal Viber. Ja, genau. Gleiche Prinzip. So, wie weit bist du? 44,5%. Okay. Ich denke, wir warten das Ding dann ab, wenn der Mini zu mir hinkommt. Ja. Dann melden wir uns zusammen ab. Ich bin drauf dem Weg. Sehr schön. So. Ich denke, damit ist alles zur Fledermaus gesagt. Zu Desmodus. Und, tja. Zum Elixier auch, ne? Ja. Ja, sollte ich nichts vergessen haben. In dem Sinne sag ich mal, oder sagen wir Tüdelü und Schü und so. Tschüss. War doch erfolgreich, denke ich. Ja.